Ich könnte mich in keinem Alter damit zufrieden geben, am Kamin Platz zu nehmen und einfach nur zuzusehen. Das Leben ist dazu da, gelebt zu werden. Die Neugierde muss am Leben erhalten werden. Man darf dem Leben niemals den Rücken kehren, aus welchem Grund auch immer. Es gibt praktische kleine Dinge in der Haushaltsführung, die kein Mensch wirklich versteht. Langfristig prägen wir unser Leben und wir prägen uns selbst. Dieser Prozess endet nie, bis wir sterben. Und die Entscheidungen, die wir treffen, liegen letztlich in unserer eigenen Verantwortung. Die glücklichste Periode im Leben liegt wohl am häufigsten im mittleren Alter, wenn die eifrigen Leidenschaften der Jugend abgekühlt sind und die Gebrechen des Alters noch nicht begonnen haben, denn wir sehen, dass die Schatten, die am Morgen und Abend so groß sind, am Mittag fast ganz verschwinden. Tun Sie die Dinge, die Sie interessieren, und tun Sie sie mit ganzem Herzen. Eines hat mich das Leben gelehrt, wenn man sich für etwas interessiert, muss man nie nach neuen Interessen suchen. Sie kommen zu dir. Wenn man wirklich an einer Sache interessiert ist, wird das immer zu etwas anderem führen. Niemand wird von außen besiegt, bevor er nicht von innen besiegt worden ist. Da jeder Mensch ein Individuum ist, kann niemand du sein. Du bist einzigartig. Niemand kann dir sagen, wie du deine Zeit nutzen sollst. Sie gehört dir. Dein Leben ist dein eigenes. Du gestaltest es. Du machst es. Jede Frau möchte irgendwann in ihrem Leben die Erste sein, und dieser Wunsch ist die Erklärung für viele seltsame Dinge, die Frauen tun. Jemand hat mich einmal gefragt, was meiner Meinung nach die drei wichtigsten Voraussetzungen für Glück sind. Meine Antwort war, das Gefühl, ehrlich zu sich selbst und zu den Menschen um einen herum gewesen zu sein, das Gefühl, das Beste in seinem persönlichen Leben und in seiner Arbeit getan zu haben, und die Fähigkeit, andere zu lieben. Niemand hat den letzten Krieg gewonnen, und niemand wird den nächsten Krieg gewinnen. Dein Ehrgeiz sollte darin bestehen, so viel wie möglich vom Leben zu haben, so viel Vergnügen, so viel Interesse, so viel Erfahrung, so viel Verständnis wie möglich. Nicht einfach das zu sein, was man allgemein als Erfolg bezeichnet. Was könnten wir erreichen, wenn wir wüssten, dass wir nicht scheitern können? Egal wie schlicht eine Frau sein mag, wenn ihr Wahrheit und Ehrlichkeit ins Gesicht geschrieben stehen, wird sie schön sein. Hass und Gewalt können nicht nur in einem Teil der Welt sein, ohne sich auf den Rest der Welt auszuwirken. Die Zukunft liegt buchstäblich in unserer Hand, um sie nach unseren Vorstellungen zu gestalten. Aber wir können nicht bis morgen warten. Das Morgen ist jetzt. Genieße jede Minute, die du mit denen hast, die du liebst, meine Liebe, denn niemand kann dir die Freude nehmen, die vergangen ist. Sie wird in deinem Herzen weiterleben, wenn die dunklen Tage kommen.
Das Leben ist wie ein Fallschirmsprung, man muss es beim ersten Mal richtig machen. Heute ist der älteste Tag, an dem du jemals warst, und der jüngste, an dem du jemals wieder sein wirst. Schöne junge Menschen sind Unfälle der Natur, aber schöne alte Menschen sind Kunstwerke. Es ist dein Leben aber nur, wenn du es so gestaltest. Die Maßstäbe, nach denen du lebst, müssen deine eigenen Maßstäbe sein, deine eigenen Werte, deine eigenen Überzeugungen in Bezug auf das, was richtig und falsch ist, was wahr und falsch ist, was wichtig und was unbedeutend ist. Wenn sie die Normen und Werte von jemand anderem übernehmen, geben sie ihre eigene Integrität auf. In dem Maße, in dem sie sich hingeben, werden sie weniger Mensch. Ein reifer Mensch ist jemand, der nicht nur in absoluten Kategorien denkt, der fähig ist, objektiv zu sein, auch wenn er emotional tief aufgewühlt ist, der gelernt hat, dass es in allen Menschen und Dingen sowohl Gutes als auch Schlechtes gibt, und der bescheiden und barmherzig mit den Umständen des Lebens umgeht, weil er weiß, dass in dieser Welt niemand allwissend ist und deshalb alle von uns sowohl Liebe als auch Barmherzigkeit brauchen. Eine Frau ist wie ein Teebeutel, man weiß nie, wie stark sie ist, bis sie heißes Wasser bekommt. Die Charakterbildung beginnt im Kindesalter und dauert bis zum Tod. Wenn du Geld verlierst, verlierst du viel, wenn du Freunde verlierst, verlierst du mehr, wenn du den Glauben verlierst, verlierst du alles. Es braucht genauso viel Energie, um zu wünschen, wie es braucht, um zu planen. Die Zukunft gehört denjenigen, die an die Schönheit ihrer Träume glauben. Viele Menschen werden in deinem Leben ein- und ausgehen, aber nur wahre Freunde werden Fußabdrücke in deinem Herzen hinterlassen.